SCP Illusi. Klassifizierung Keter. Beschreibung: SCP Illusi ist ein weibliches, humanoides Wesen, welches sich kaum von normalen Menschen unterscheidet. Sie ist laut eigenen Angaben 25 Jahre alt und verbringt ihre Zeit damit, Creepypastas aufzunehmen oder Kuchen zu backen. Manchmal befindet SCP Illusi sich außerhalb ihrer Wohnung, in der Nähe anderer SCP-Objekte, die sie ohne Genehmigung untersucht und/oder interviewt, um deren Informationen schließlich zu veröffentlichen. Auf Versuche, dieses Verhalten zu unterbinden, reagiert SCP Illusi aggressiv. Sie scheint ein natürliches Abwehrsystem gegen sämtliche negativen Einflüsse anderer SCP-Objekte zu haben, weshalb es SCP Illusi nun erlaubt ist, sich frei in der Foundation zu bewegen, sofern sie keine anderen Mitarbeiter in Gefahr bringt. SCP Illusi reagiert auf Kritik positiv und wünscht sich diese sogar. Ebenso schien sie daran interessiert, mit anderen zusammenzuarbeiten, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Sicherheitsmaßnahmen: SCP Illusi braucht mindestens zweimal am Tag eine warme Mahlzeit und jederzeit unbegrenzten Zugang zu Snacks. Außerdem müssen sich eisgekühlte Cola-Light-Dosen zu jeder Tages- und Nachtzeit im Kühlschrank befinden. SCP Illusi hat feste Schlafenszeiten, die eingehalten werden müssen, sonst ist sie unberechenbar. Sollte ein Mitarbeiter SCP Illusi dennoch versehentlich wecken, so hat dieser sofort starken Kaffee zu kochen oder aus dem Getränkeautomaten zu kaufen, um sie zu besänftigen. Kaffee erwies sich bei SCP Illusi mehrfach als besonders effektiv. SCP Illusi darf nicht gereizt oder provoziert werden, da sie die Fähigkeit besitzt, Menschen von innen heraus zu zerstören. Jeder Mitarbeiter, der in Kontakt mit ihrer Fähigkeit kam, hat sich kurz darauf das Leben genommen. Anhang 01. Am 2000 wurden Mitarbeiter bei einem Vorfall, der durch eine verschüttete Tasse Kaffee verursacht. Die Tür geht auf und jemand tritt ein. Guten Abend, Illusi. Wie läuft die Arbeit? Der Archivar stellt einen Fertigkaffee auf SCP Illusis Tisch. Namen, Archie. Könnte besser laufen. SCP-011.de hat sich dazu entschieden, mit den Daten einiger SCPs eine Party zu feiern. Und ich beseitige schon den ganzen Tag die Alkoholleichen dieses Exzesses. SCP Illusi schließt beiläufig das Dokument, an dem sie gerade gearbeitet hat, und nimmt einen Schluck ihres Kaffees. Dr. Jenkins hat sich heute bei mir beschwert, ob wir zu inkompetent für die Arbeit wären. Also habe ich ihn gefragt, ob die Eindämmung von SCP-011.de nicht sein Gebiet wäre, und er war ganz schnell ruhig. Ist jetzt zumindest wieder alles in Ordnung? So gut wie. Hier und da sind noch ein paar Daten falsch. Kann man verschmerzen. Naja, ich kann es zumindest. Heute sollte sich allerdings das gesamte Sicherheitspersonal von den SCPs fernhalten, wenn möglich. SCP-173 nicht anzusehen, kann mitunter tödlich sein. Ich gebe dem Personal Bescheid. Was hast du da eigentlich gerade vertont? Sagtest du nicht gestern... Der Archivar macht Anführungszeichen mit den Fingern und ahmt Illusis Stimme nach. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin schon ganz heiser. Mir tut der Kiefer weh. Vertone deinen Mist morgen doch alleine. Der Archivar beugt sich neugierig zum Computer und versucht einen Blick auf das zuletzt geöffnete Dokument zu erhaschen. Ach, das. Das war nichts. Nur eine der korrigierten Akten. Genau genommen von SCP 087. Der Archivar sieht SCP Illusi skeptisch an. Kann es sein, dass du gerade deine alte Akte vertont hast? Ich? Nein. Wie kommst du denn darauf? Ich verstehe immer noch nicht, warum sie dich aus deiner Zelle gelassen haben. Du und deine große Klappe. Du hast doch beim Standortkommandanten gejammert. Du brauchst Hilfe bei all den Vertonungen. Sag, was du willst. Du findest es toll, dass ich hier bin. Da wusste ich auch noch nicht, dass er auf die dämliche Idee kommen würde, dich ins Archiv zu lassen. Er weiß eben, wie gut ich bin. Und wie viel besser ich bin als du. SCP Illusi streckt dem Archivar die Zunge entgegen. Ich glaube, er nimmt mir die Sache mit seiner Sekretärin auf der Weihnachtsfeier immer noch übel und will mich mit dir bestrafen.
Stimmt, das war zum Schreien komisch. Ob das wohl schon in deiner Akte steht? Ob ich es wohl ergänzen sollte? Ob ich es wohl vertonen sollte? Du hast ein kleines Abenteuer mit Sebastian aus der Buchhaltung sicher aus deiner Akte wegrationalisiert, oder? SCP Illusi spuckt ihren Kaffee quer über den Tisch. Woher zum Teufel weißt du das schon wieder? Bist du etwa ein Stalker? Stalkst du womöglich jeden hier? Siehst du dir heimlich Videos von uns an? Ich, ein Stalker. Du glaubst, ich schaue mir heimlich Videos von dir an. Jupp. Ich schwöre dir, ich würde dich nie heimlich beobachten. Niemals. Ich beobachte dich höchst offiziell. Das erklärt so einiges. Hat es dir wenigstens gefallen, mich auf dem Klo zu beobachten? Waren die Häufchen zu deiner Zufriedenheit? Ich beobachte dich nur im Archiv, du Genie. Als ob es nicht schon reichen würde, dich bei der Arbeit ertragen zu müssen. Sag mal, hast du deine Arbeitsvereinbarung eigentlich gelesen, bevor du ihr zugestimmt hast? Arbeitsvereinbarung? Wie? Wovon redest du? Die können froh sein, dass ich hier freiwillig arbeite und niemanden mehr abmetzel. Ich könnte hier einen auf Sensemann machen, der auf seinen Mähdrescher steigt und durch die Foundation brettert. Mäht. Fährt. Whatever. SCP Illusi greift nach einer Akte und hält sie dem Archivar unter die Nase. Hier steht es. Keter. K-E-T-E-R. Sie hätten dich terminieren sollen, als sie die Chance dazu hatten. Begibt sich zu seinem Schreibtisch, knüllt eine Klebenotiz zusammen und wirft diese SCP Illusi an den Kopf. Und ja, ich weiß, dass du mir täglich Notizen mit lustigen Spitznamen quer über den Schreibtisch verteilst. Lass das endlich! Pah, das sollen sie mal probieren. Zufällig weiß ich die Sicherheitscodes für alle Türen. Ich finde, eine Statue würde dein Büro erst so richtig aufpeppen. Meinst du nicht, Arschi, Spatzi, Pupsilein? Tu nicht so, als würdest du mich nicht mögen. Ich weiß genau, dass du mich liebst. Ich bin ins Archiv gewechselt, um in den Ruhestand zu gehen. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Weißt du was? Nachdem du deinen Kaffee ja eh über den Schreibtisch verteilt hast, holst du uns beiden einen frischen und dafür kannst du heute früh Feierabend machen. Und gönnst mir damit wenigstens ein paar Stunden Ruhe. Früher Feierabend? Ich fliege zum Kaffeeautomaten, liebster Arschi. SCP Illusi stolpert aus ihrem Büro.